So, das wird jetzt der zweite Teil. Also ich muss jetzt leider nachvertonen und lass das Ding mal laufen und werde es kommentieren. Ich habe also das nochmal aufgenommen, was die Schüler hier gemacht haben. Die beiden, die haben in meinem Koffer ungefähr 8 Kilogramm drin, das entspricht rund 80 Newton Gewichtskraft. Und ziehen, haben diesen Koffer nur aufgehängt auf einem Seil, damit man besser diese, ja, ich zeige den Winkel da gerade, man sieht das mit der Maus. Damit man besser sieht, wie stark die ziehen müssen, damit sie das Seil gerade kriegen. Die geben sich alle Mühe, es ist nichts zu machen. Also es ist ein Jammer. Hier, dieser Winkel, der wird immer schlimmer. So, jetzt habe ich das angehalten und wir rechnen weiter. Wir haben uns also nochmal hier diesen Winkel, um den geht's, den Winkel nochmal betrachtet. Und dann wollten wir mal gucken, was ist daraus geworden. Wie kann man den Winkel ungefähr abschätzen? Ich glaube, wir hatten da 20 Grad, 100. 60 Grad als Zwischenwinkel dazu genommen, so ähnlich wie in dem anderen Beispiel. So, mal sehen, wie es weitergeht. Jawohl, wir sind wieder mitten im Programm und es sieht so aus. Wir haben das analog wie mit den beiden Masten gemacht, wo dieses Willkommensschild aufgehängt wurde. Und wir sagen, okay, jetzt nehmen wir mal diesen ganzen Fall und wie machen wir das? Also die Gewichtskraft waren 80 Newton, das ist ausreichend genau. Und der Winkel dazwischen, zwischen diesen beiden Seilen, war 160 Grad und wir nehmen Symmetrie an. Ja, bloß wie machen? Jetzt muss man sich eines Tricks bedienen. Also die Schüler waren zu Anfang ratlos, kamen aber dann ganz gut auf die Idee. Sie haben erstmal ganz einfach einen Winkel von 160 Grad hingemalt. Einfach so lang, wie er ist. Und eine mittelsenkrechte, eine winkelhalbierende mit eingefügt. So, diese lila Winkelhalbierende und die einfach beliebig lang lassen, aber mindestens so lang, dass, wenn man jetzt einfach die Linien verschiebt, die Linien des Winkels, also die Schenkel des Winkels, einfach parallel verschiebt, dass man dann erstmal ein Parallelogramm erhält. Das macht man so breit halt, wie das Blatt ist, so groß wie möglich und misst jetzt diese lila Linie ab und sagt, das entspricht 80 Newton. Und ich habe einfach mal gesagt, mal angenommen, ich hätte eine Länge von, ich glaube, 2,5 Zentimetern mir so gedacht, also das kann man genau abmessen, ne? 2,5 Zentimeter, und hätte gesagt, das entspricht 80 Newton. Wie komme ich jetzt an den Rest? Ich habe ja da die beiden Kraftlinien, und zwar diese Länge, und dann messe ich die einfach ab. Und jetzt nehmen wir mal an, ich habe da irgendwas anderes abgemessen, Beispiel, mal sehen, was hatte ich da gemessen? Das entspricht ja den Längen rechts und links der Kräfte, ne? FL, FR oder umgekehrt, ist egal. Die sollten ja beide gleich groß sein. Dann kann ich eine Verhältnisgleichung aufstellen, indem ich einfach die Längen der Linien, wo FL und FR dran steht, abmesse und ins Verhältnis setze. Und zwar 80 Newton entspricht, ne, das lila Ding, 2,5 Zentimeter. Und jetzt FL oder FR, ist egal, eine von beiden. Kann ich mir schnappen, wenn sie symmetrisch sind, ist es egal. Und nehmen wir mal an, ich hatte mir da 12 cm abgemessen. Bloß mal angenommen. Dann kann ich diesen Trick einfach dazu nehmen, jetzt als Verhältnisgleichung aufstellen, lösen und wir kamen dann auf einen bestimmten Wert. Und der Trick war dann eben zu sagen, das mal das durch das und so weiter und gekürzt. Das ist die übliche Rechenkunst, die man da anwendet, nach Adam Ries, Altdeutsch, die Erfindung. Da ist nichts Besonderes dabei. Kürz, kürz kommen dann entweder R oder L. Ne? Da die gleich sind, kann ich das FR, L schreiben. Jetzt kürzt man wie üblich die Zentimeter raus. Merkt, man kriegt Newton raus. Das sollte auch sein. Tippt den Rest in den Taschenrechner, wenn man es nicht zu Fuß machen möchte. Und bekommt einen Wert von 384 Newton raus. Und das ist schon beachtsam. Also, wenn 384 Newton Gewichtskraft wäre, dann hätte ich 38,4 Kilo zu schleppen. Das ist ein ganz schöner Hammer. Das ist eine Hantelscheibe, 2x10 Kilo und eine Hantelstange von 20 Kilo. Das ist so eine Standardhantel. Da muss man schon, vor allem mit einer Hand, und die beiden Schüler haben sich richtig abgemüht, ganz schön für Strecken. So, der Rest war jetzt relativ leicht, also wir haben das damit gemacht. Wir hatten dann noch einen Versuch vor, mal sehen, wie weit wir hier sind. Ja, das Video ist auch gleich zu Ende, mit dem Kommentieren kann ich es langsam lassen. Der Trick besteht also darin, einfach so mal ganz schnell, wenn man nichts weiter hat,
ein Kräfteparallelogramm zu basteln. Man nimmt einfach die Winkelhalbierende von 160 Grad in diesem Fall, weil ja 160 Grad als Winkel angenommen gemessen wurden, und malt sich dann ein Parallelogramm so groß wie möglich, und die Linie, die da als resultierende drin ist, diese lila, das setzt man einfach zu 80 Newton und das war's. Der Rest ist dann nur noch abmessen, grafisch ermitteln, später kann man es rechnen. Jo, ich denke mal, das mag hier an der Stelle genügen. Ich mache jetzt mal in diesem Fall Schluss mit dem Video und danke für die Aufmerksamkeit. Na komm, so und stopp.